Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man bedenkt, dass vor bald 15 Jahren die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel gesagt hat, der Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit des 21. Jahrhunderts, und man dann sich vor Augen führt, dass die tragende Regierungsfraktion jetzt erst nach fast 15 Jahren anfängt, die Debatte über eine CO2-Bepreisung zu führen, dann ist das ehrlich gesagt eine Bankrotterklärung. Und ich glaube, das muss hier an der Stelle auch mal gesagt werden. So, und wenn man das in den letzten Tagen erlebt hat, da haben wir eine Parteivorsitzende gehört, die erst ein kategorisches Nein ausgesprochen hat, dann gab es den halben Weg rückwärts. Und lieber Andi Jung, ich höre dir ja immer gerne zu an der Stelle, und das sind ja auch schöne Reden, aber dass hier eine klare Botschaft gekommen wäre, wie denn jetzt die Position der Union ist, in welche Richtung da gearbeitet wird, ob es eine vernünftige CO2-Bepreisung der regierungstragenden Fraktion gibt, das habe ich nicht rausgehört, und das ist an der Stelle nicht deutlich geworden, weil nur etwas von Verantwortung zu reden, das ist ehrlich gesagt an der Stelle zu wenig. Das ist für ein Land, das im Klimaschutz nach vorne kommen muss, zu wenig. Denn es ist ja leider nicht so, dass wir an anderer Stelle in den letzten 15 Jahren hier ein Feuerwerk von Klimaschutzmaßnahmen erlebt haben. Dann könnte man ja sagen, gut, der CO2-Preis ist eine Maßnahme, die können wir dann zum Schluss mal machen. Da ist ja ganz offensichtlich absolute Blankheit. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, das wir in der Debatte haben, dass die Union als große Fraktion jede konkrete Maßnahme, die es zum Klimaschutz gibt, ablehnt, dagegen ist, immer erklärt, was sie nicht will, aber nie sagt, was sie dann an der Stelle mal machen will. Und ich sage mal ehrlich, dabei ist ein CO2-Preis wirklich nichts Neues und ist auch überhaupt nicht originell. Es gibt etliche Staaten auf der Welt, das ist die Schweiz, das ist Frankreich, das ist Kanada, das ist Schweden, die haben das seit Jahren. Und mal ehrlich gesagt, guck mal nach Schweden. Die haben das 1991 eingeführt. Und wenn man sich das heute in Schweden anguckt, die haben im Moment einen CO2-Preis von 114 Euro, hat das dazu geführt, dass das, was wir nicht hinkriegen, nämlich den Gebäudesektor CO2-frei zu machen, das haben die Schweden an der Stelle geschafft und sind europäischer Vorreiter. Ich finde, jede Bundesregierung müsste sich daran ein Beispiel nehmen und müsste entsprechende Maßnahmen ergreifen. So. Und ich sage mal an der Stelle deutlich, diejenigen, Herr Neumann, wie Sie, die FDP, und so habe ich ja jetzt auch die Parteivorsitzenden der Union verstanden, die jetzt sagen, man soll den europäischen Emissionshandel ausweiten, die machen, wenn man es ehrlich ist, nur eins. Die schieben das Thema wieder auf die lange Bank. Denn alle Fachleute sind sich einig, dass das erst gehen wird nach der nächsten Reform. Und dann tun wir wieder jahrelang nichts. Das ist am Ende weiter verkapptes Nichtstun, was Sie da wollen. Wir brauchen aber Handlung jetzt, weil das Klimaproblem an der Stelle drängt in aller Deutlichkeit. Und deshalb finde ich, brauchen wir einen CO2-Preis über alle Sektoren hinweg, den wir selbstverständlich den Menschen zurückgeben müssen. Hier ist schon öfter das Thema Schweiz erwähnt worden. Da kann man sich einiges von abgucken. Wir haben dazu einen entsprechenden Vorschlag gemacht. Und ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass Sie hier vorangehen und hier Ihrer Verantwortung als Regierung gerecht werden und entsprechende Vorschläge machen. Darum geht es jetzt, wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen. Ich sage aber auch, ein CO2-Preis, den übrigens 3.500 Ökonomen auf dieser Welt, davon 27 Nobelpreisträger, die den fordern, dieser CO2-Preis, das ist nur ein Teil der Maßnahmen, die wir für den Klimaschutz brauchen. Ein CO2-Preis ist eine wichtige Maßnahme, aber kein Allheilmittel. Es muss eingebettet sein in Fördermaßnahmen, es muss eingebettet sein in Ordnungsrecht, auch um das Ganze dann an der Stelle sozial abzufedern. Ich glaube aber, das ist durchaus machbar. Und ich finde, Deutschland als Land, das vor einigen Jahren lang ist her, mal Klimavorreiter war, das hat jetzt die Chance, mit einer Maßnahme CO2-Preis, mit einem Kohleausstieg, mit
einer mit einer vernünftigen, zukunftsgewandten Verkehrswende. Endlich wieder Vorreiter im Klimaschutz zu werden, das ist dringend notwendig. Das braucht die Welt, das braucht das Klima, das braucht vor allen Dingen aber auch der Industriestandort Deutschland, der Klarheit in dieser Frage braucht. Denn es sind inzwischen Dutzende Unternehmen, die einen CO2-Preis fordern. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso Union und FDP das an der Stelle verhindern. Ich danke Ihnen. Als nächster Redner in dieser Debatte hat der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.